auf, stell dir mal vor, du sitzt in einer Achterbahn. Die Sonne blendet dich, der Wind bläst dir ins Gesicht und du hörst das Lachen der anderen Fahrgäste. Fantastisch, oder? Geil! Wenn du fällst, schießt das Adrenalin durch deinen Körper und du fühlst dich glücklich. Ja, Baby! Doch plötzlich ertönt statt fröhlichem Gelächter ein Schrei. Gerade eben ist vor deinen Augen ein Fahrgast in einer scharfen Kurve aus dem Sitz geschleudert und aus einigen Dutzend Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Okay, Bruder, warte mal, schau mal dein Leben. Ist das wirklich passiert? Passiert das wirklich? Warte mal, nee, ich dachte, das wäre so ein Mythos. Ich meine, wir alle kennen das, wenn wir in der Achterbahn sitzen so und die Leute, die drücken am Anfang diese Bügel runter, ne, und du drückst da extra nochmal so, um zu schauen, ob das sicher ist. Und auf einmal 5 Sekunden später fliegt da einer raus, oder was? Freunde, das ist alles wirklich passiert. Und das passiert auch wirklich gerade. Deswegen schauen wir uns die schlimmsten Achterbahnunfälle der Menschheit an. Und da ist sogar irgendwie ein Waggon entgleist und alle sind gestorben. Geisteskrank, Lastenleiter, wenn ihr Bock habt. Wir gehen rein. Schon viel zu häufig passiert ist am 24. März 2022. Okay, vor 2 Jahren. Der 15-jährige Tyre Sampson. Warte mal, vor 2 Jahren, Bruder, ich dachte, wir hören uns jetzt so Sachen an 1968. Vor 2 Jahren ist jemand, okay, warte, wir wollen erstmal gucken, was passiert. Ruhe. Mit seiner Fußballmannschaft in den Ferien in den Icon Park in Orlando, okay. USA. Okay. Dort entschieden sich die Jungs für eine Fahrt mit dem Orlando Freefall, dem höchsten freistehenden Fallturm der Welt. Er ist 131 Meter hoch. 131? Aber dieser gewöhnliche Tag schrieb diese grausige Geschichte. Oh nein. Als der bewegliche Teil des Fahrgeschäfts die Spitze des Turms erreichte, oh nein, und dann zu fallen begann, rutschte Tyre aus seinem Sitz und schlug auf dem Boden ab. Okay, Bruder, wie zum Teufel kann man aus dem Sitz rutschen? Guck mal, ich meine das jetzt auch überhaupt nicht böse. Der Junge, der sieht auch aus, wie er ein bisschen Masse hat, ne? Also jetzt nicht so ein kleines, dünnes Gestell, was da irgendwie so durchflutscht. Da muss ja was nicht, also da muss ja komplett alles falsch gelaufen sein. Der muss ja gut angeschnallt worden sein, der sitzt da drinnen ein bisschen stämmig, wisst ihr, wie ich meine? Ey, Digga, dann fliegt da einfach ein Kind raus und steht, ey, das ist halt unglaublich das Schlimmste, was es gibt, ne? Der Achtklässler war auf der Stelle tot. Achtklässler. Laut dem gerichtsmedizinischen Sachverständigenbericht war die Hauptursache für Sampsons Tod ein Fehler eines Parkmitarbeiters. Wie sich herausstellte, hatte der Betreiber des Freefall-Fahrgeschäfts den Sicherheitsgurt an Sampsons Sitz gelockert. Dies geschah wahrscheinlich während des Starts des Fahrgeschäfts. Die Untersuchung ergab, dass der Sicherheitsgurt von Sampson viel zu locker war. Bruder, okay, also, das ist schon creepy, wenn du dir denkst, wenn du in so einen Freizeitpark gehst, der dein Leben in den Händen hat, ist eigentlich der am Schluss kontrolliert, ob alles sicher sitzt. Weil wenn der nur einmal falsch kontrolliert und nicht fest genug sitzt, dann fliegst du raus und dann bist du halt futsch, ne, dann ist vorbei. Deshalb fiel der Junge während der Fahrt aus seinem Sitz. Boah, ist das krass, ne? Nach Sampsons Tod wurden Orlando Freefall und das angrenzende Fahrgeschäft Orlando Slingshot bis auf Weiteres geschlossen. Okay. Rest in peace, Bro. Die Firma Orlando Slingshot, die das Fahrgeschäft entworfen hatte, gab eine Erklärung ab, okay, in der die Entscheidung des Unternehmens verkündet wurde, dieses Modell nach dem Tod des Jungen aus der Produktion zu nehmen, und der Icon Park unterstützte diese Entscheidung. Ja. Der Bürgerrechtsanwalt Ben Crump, der Sampsons Vater vertritt, hat diese Entscheidung als längst überfällig bezeichnet. Ja, ich meine, gut, wenn du da jetzt der Vater bist oder die Mutter bist, ne, dann bringt es dir halt auch nichts, wenn das passiert ist und genau dein Kind davon betroffen war, dass die den Fehler gemacht haben. So, gut, es ist ja was Schönes, dass da dann nicht öfters noch sowas passiert und noch mehreren Kindern oder sowas passieren kann, aber es ist halt trotzdem, dass da von vornherein nicht passieren kann, vor allem nicht bei Kindern so. Freizeitparks, ihre Muttergesellschaft. Das können wir skippen, langweilig. So, wir machen hier weiter. Am 9. Juli 2011 starb James Hackamare, ein Kriegsveteran aus dem Irak, bei einem tragischen Achterbahnunfall im Freizeitpark Darien Lake im Norden von New York. Okay. 3 Jahre zuvor, im März 2008, diente Hackamare im Irak, als sein Fahrzeug auf einen selbstgebastelten Sprengsatz traf. Krass. Dadurch erlitt der Mann einige Verletzungen. Darunter mussten beide Beine amputiert werden. Oh, ey, also unglaublich, ne? Man kennt ja diese Filme, diese Kriegsfilme, wo die rumrennen und blam und dann gehen so Minen hoch und dann verlieren die halt Beine und sowas. Und das ist aber, also das passiert im echten Leben. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass das, was ja in Hollywood verfilmt wird, auch wahre Begebenheiten sind, so auf einer gewissen Art und Weise. Und guck mal, ey, also krass, unnormal krasser Typ, ne? Hat für sein Land da gedient und das, also unglaublich krass. Okay, wir gucken aber jetzt mal, was dann in der Achterbahn passiert ist. Als Hackamare
er den Wunsch äußerte, eine Achterbahnfahrt am Darien Lake zu machen, konnten die Parkmitarbeiter ihm keinen Sicherheitsgurt anlegen. Der ist safe rausgeflogen. Deshalb wurde der Mann in den ersten Waggon gesetzt mit der Erklärung, dass er sich mit den Händen an der Barriere vor ihm festhalten könne. Warte, was? Du setzt einen Mann, der keine Beine hat, in eine Achterbahn und sagst... Hey Bro, also, ja, wegen deinen Beinen können wir dich nicht anschnallen, sorry, aber du hast ja noch Arme, ne? Halt dich einfach am Geländer fest, das wird schon klappen, Bro, okay? Und krall dich fest und dann, wenn der Looping kommt, dann kriegst du schon hin. Brother, hä? What? Und weil er keinen Sicherheitsgurt hatte, wurde der Mann bei einer der Drehungen aus dem Sitz der Achterbahn Ride of Steel geschleudert. Ja, natürlich! 80 Stundenkilometern fuhr. Was haben die erwartet? Natürlich wirst du aus der Achterbahn geschleudert, wenn du da nicht mit einem Gurt festgemacht wirst. Also, es macht, oh Gottes Willen, das ist ja wirklich das Dümmste, einer der dümmsten Sachen, die ich, also, aber dass er es auch macht, also, wieso? Hackemeyer war mit seinen Kindern und seiner Schwester im Park, aber... Zum Glück waren seine Kinder zum Zeitpunkt der Tragödie nicht in der Nähe. Okay. Stattdessen wurde Hackemeyer von seinem Neffen, Ashton Loverett, begleitet. Ashton sagte, dass die Parkangestellten keine Einwände gegen den Wunsch des behinderten Veteranen hatten, mit der Achterbahn zu fahren und auch keine Fragen stellten. Das ist das Dümmste, was ich gehört habe. Er war fest entschlossen, jede Achterbahn zu fahren, sagte seine Schwester Jodie Hackemeyer gegenüber The Associated Press. Also klar, der soll auch jede Achterbahn fahren. Der soll alles machen, was er möchte. Der soll ein normales Leben führen. Aber Bruder, du kannst doch nicht in eine Achterbahn gehen und dich mit deinen Händen festhalten und sagen, das schaffe ich, so stark bin ich. Also Mann, das ist doch nie. Ermittler hielten einen Fehler des Betreibers für die Ursache der Tragödie und das Fahrgeschäft wurde noch im selben Jahr wieder in Betrieb genommen. Aber manchmal musst du nicht einmal ein Ticket für eine Achterbahnfahrt kaufen, um dir eine tödliche Verletzung zuzuziehen. Okay. Im Jahr 2015 wurde ein Teenager in einer Achterbahn enthauptet, nachdem er über einige Zäune gesprungen war und eine verbotene Zone betreten hatte. Dieser schreckliche Unfall ereignete sich im Six Flags Over Georgia Park. Der 17-jährige Asia LeSean Ferguson aus Springfield überstieg zwei Meter hohe Zäune und ignorierte dabei die Schilder, die vor der gefährlichen Verbotszone warnten. Okay, Bruder, wenn du halt auch dir, keine Ahnung, an der Tankstelle anfängst, die Zapfsäule anzuzünden, was denkst du, was passiert, ne? Also diese 2-Meter-Zäune, die sind ja nicht umsonst da. Also wenn du die drüber kletterst und da überall steht, geh da nicht hin und da eine Achterbahn rumfährt mit hunderten km/h, dann könnte man damit rechnen, dass es gefährlich ist und man da nicht hingehen sollte. Also darum muss ich ehrlich sagen, ne, der arme Junge, aber trotzdem ist das am Ende des Tages super dumm und selber schuld. Also maximal super dumm. Höchstwahrscheinlich wollte der Junge seinen Hut holen, der ihm während einer Fahrt vom Kopf gefallen war. Einige Zeugen sagen aber auch, dass er den Fahrgästen einen Streich spielen wollte, indem er jemandem an den Fuß griff, als der Wagen über seinen Kopf hinwegfuhr. Digga. Der Junge bekam einen tödlichen Schlag, fast unmittelbar, nachdem er unter die Achterbahn geraten war. Ja. Der Fuß eines Fahrgastes, der mit 80 Stundenkilometern in seinem Wagen fuhr, traf den Jungen am Kopf. Dieser Schlag hat ihn sofort. Also das, die Polizei erklärte, der Tod des Jungen sei ein Unfall gewesen. Six Flags beschloss, der Familie Ferguson Respekt zu zollen und die Achterbahn am Tag der Tragödie zu schließen. Ja, es ist halt am Ende des Tages, ne, er ist 17 so, aber mit 17 solltest du trotzdem checken, yo, man darf nicht über den 2-Meter-Zaun in eine abgesperrte Achterbahn, wo Waggons mit 80 km/h fahren, reinrennen und da sich rumirren. Da kannst du ja damit rechnen, dass du eventuell mit deinem Leben dafür bezahlst. Aber am nächsten Tag fuhr die Achterbahn wieder für die glücklichen Besucher des Parks. Aber das war nicht der erste Unfall im Six Flags Net. Ist auch irgendwie komisch, ne? Wenn am Tag davor das passiert ist und du gehst dahinter, dann fährst du die Achterbahn einen Tag danach. Boah, ist irgendwie so ein mulmiges Gefühl dann, oder? Zwerg. 2 Jahre zuvor, im Jahr 2013, wurde Rosie Esparza bei einer Fahrt mit der Achterbahn Texas Giant im Vergnügungspark Six Flags Over Texas in Stücke gerissen. Wow. Schon vor dem Beginn der Fahrt äußerte die Frau Bedenken wegen ihres Sicherheitsgurts, nachdem sie in die Achterbahn eingestiegen war. Aber ein Mitarbeiter versicherte ihr, dass sie ordnungsgemäß angelegt waren und die Achterbahn begann ihre tödliche Fahrt. Was schlimm. Als der Wagen nämlich eine scharfe Kurve machte, lösten sich Esparzas Sicherheitsgurte und die Frau wurde vor den Augen ihrer verängstigten Tochter 23 Meter durch die Luft geschleudert. Wow. Unmittelbar nach dem Vorfall leitete die Polizei eine Untersuchung ein. 2 Monate später wurde das Fahrgeschäft wieder in Betrieb genommen, nachdem Rückhaltevorrichtungen
und neue Sicherheitsgurte installiert worden waren. Aber was passiert mit dem Angestellten? Also wird der Angestellte da so quasi angeklagt und muss ins Gefängnis wegen so Mord oder sowas? Oder ist das so, ah ja, okay, nee, der hat halt ein bisschen geschlafen. Tut mir leid, es passiert mal. Der hat in der Mittagspause nicht ganz so viel gegessen wie sonst. Ein bisschen niedriger Energiespiegel und ja, nächstes Mal passiert es nicht mehr. Das kann ja nicht sein, oder? Also das kann ja nicht sein. Espasas Familie verklagte Six Flags und Gerstlauer, den Achterbahnhersteller. Okay. Daraufhin verklagten sich der Park und Gerstlauer gegenseitig wegen der Verantwortung für den Unfall. Schließlich einigten sich beide Unternehmen mit der Familie des Opfers auf eine Vereinbarung, die nicht veröffentlicht wurde. Okay. Aber Unfälle passieren nicht immer auf teuren Fahrgeschäften. Die 12-jährige Tegan Marty sah die Achterbahn Terminal Velocity in einer Kabelfernsehsendung. Was denn das? Das Mädchen wollte den Vertrauensvorschuss, einen Rückwärtssturz aus großer Höhe, unbedingt selbst ausprobieren. Und ja, okay, weiß ich jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das sah aus wie so der Eiffelturm und wie du da einfach jetzt runterspringst. Oder was denn so ein Netz oder wie? Oh nee, was kommt denn jetzt für eine seltsame Attraktion? Hatte ihre Familie, sie in den Extreme World Abenteuerpark in Wisconsin Dells mitzunehmen. Aber merkt ihr es? Alle Unfälle in Amerika, ne? Also man muss immer wieder sagen, bei diesem Video sage ich das auch immer wieder, Deutschland hat da wirklich, ich sag mal, die Deutschen sind ja sehr spießig und sehr genau und alles, aber bei sowas ist das super gut. Der TÜV und ich sag mal diese ganzen Regulierungen, dass das alles überprüft wird, alles instand gehalten wird und super streng darauf geachtet wird. Deswegen ist Deutschland, würde ich mal sagen, bei Freizeitparks ganz oben, was Sicherheit angeht, ne? Im Vergleich jetzt zu Amerika oder so, wo ihr seht, da passiert ja ständig anscheinend alle paar Jahre was. Und so funktionierte die Fahrt. Die Teilnehmer wurden aus einer Höhe von mehr als 30 Metern, also aus etwa 9 Stockwerken, in ein Netz geworfen. Ohne jegliche Sicherheitsgurte. Okay, Bruder, wer sowas macht, ist ja komplett lebensmüde. Also, da musst du bestimmt auch unterschreiben davor, ey, wenn was passiert, dann das und das. Aber das kannst du doch nicht machen, ey. Also, klar, 99% der Fälle geht's gut, aber wenn halt mal eine Kleinigkeit schief geht, dann ist es das halt gewesen, ne? Als die Mutter des Mädchens, Julie Marty, in der Schlange für das Fahrgeschäft... Das waren alles hier so Profis, ne? Also, wie gesagt, macht das alles nicht nach, ne? Macht solche Attraktionen nicht, Freunde. Geisteskrank. Also, in Deutschland gibt's sowas sowieso nicht, ne? Aber krank! Extreme World stand, erkannte sie den Betreiber des Fahrgeschäfts. Er war derjenige, der in einer Fernsehsendung die vermeintliche Sicherheit von Terminal Velocity gelobt hatte. Obwohl es dort keine Sicherheitsgurte gab und die Leute einfach aus großer Höhe ins Netz fielen. Auf den Fotos, die gemacht wurden, bevor Tegan der schreckliche Unfall passierte, strahlt das Mädchen mit einem breiten Lächeln. Jetzt war Tegan an der Reihe. Ihr Vater schaltete die Kamera ein und ihre Mutter schaute besorgt von unten zu. Das Mädchen erreichte die höchste Position, 30 Meter über dem Boden, und sprang. Doch es passierte etwas Schreckliches. Tegan fiel direkt auf den Beton. Der Bediener hatte sie versehentlich losgelassen, bevor das Sicherheitsnetz unten angebracht war. Oh mein Gott, wie ist das aber möglich? Das darf doch niemals passieren. Du kannst mir doch nicht erzählen, da ist schon so eine gefährliche Attraktion und dann hängen die, also habt ihr gesehen, da ist so ein Loch und dann hängt man sich da so rein und lässt los. Die können die doch da nicht einfach hinhängen und da unten ist noch nicht mal das Netz aufgeklappt und dann so, ja, du hängst jetzt schon mal, musst du dich halt jetzt 3-4 Minuten festhalten, ne? Egal ob du genug Kraft hast oder nicht. Brother, erst wenn das Netz unten hängt, dann kannst du überhaupt da oben aufmachen. Boah, also das ist, es wird ja wirklich von Fall zu Fall dümmer und dümmer und dümmer. Und das ist ein Mädchen, das verlässt sich auf die Mitarbeiter. Das ist ein junges Mädchen, ne? Oh, das ist ja so schlimm. Das Mädchen brach sich die Wirbelsäule und das Becken und erlitt ein Kopftrauma und zahlreiche schwere Verletzungen. Die Arme. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht und blieb lange Zeit in einem stabilen, aber kritischen Zustand an einem Beatmungsgerät. Boah. Die Ärzte sagten, sie habe eine Hirnschwellung, zahlreiche schwere Brüche der Wirbelsäule und des Beckens, sowie Verletzungen der Leber, der Milz und des Darms. Boah. Sie sagten, Tegan könnte für immer gelähmt bleiben. Boah. Das Mädchen, das mit seinen hervorragenden Noten einen wohlverdienten Platz in der National Junior Honor Society gewonnen hatte, konnte sich nur noch durch Blinzeln verständigen. Einmal für Ja, zweimal für Nein. 17 Monate später war die 14-jährige Tegan wieder im Bundesstaat Wisconsin, um für das Projekt der Erweiterung des Krankenhauses zu werben, das ihr das Leben gerettet hatte. Das ist so krass, aber kann sie wieder laufen? Hat sie das alles wieder hinbekommen? Ey, also ich sag's, wie es ist, ne? Ich habe gerade Gänsehaut, ich habe ein bisschen Tränen in den Augen. Das ist so schlimm. Junges Mädchen, verlässt sich auf die Sicherheit, hat da irgendwen im Fernsehen gesehen, geht dahin und dann passiert sowas, ne? Ich meine,
Einerseits, wenn du sowas Gefährliches machst, ne, das, also ohne Sicherung und ohne allem und so, dann ist das auch immer ein Risiko, was da natürlich verbunden ist. Sowas kannst du, wie gesagt, nicht mal in Deutschland machen, aber das darf halt am Ende trotzdem nicht passieren, ne, vor allem nicht so. Mädchen ging allein durch die Halle, nur mit einer Gehhilfe als Stütze. Der Betreiber des Fahrgeschäfts, der 33-jährige Charles Econe, wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung ersten Grades angeklagt. Ein Verbrechen, das mit 25 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe geahndet wird. Connell sagte den Staatsanwälten, er sei ohnmächtig gewesen und habe nicht auf das Signal gewartet, bevor er Taggen losgelassen habe. Ja, macht's ja noch besser. Du wirst ohnmächtig bei deiner eigenen Fahrtattraktion. Ich kippe immer um. Oh Gott, die ist so unsicher, aber springt ruhig runter, ne? Mir passiert das öfter, also mir ganz schwindelig wird. Aber manchmal passieren Unfälle, weil die Besitzer an der Sicherheit der Besucher sparen wollen. Am 24. Dezember 1998 löste sich eine massive Metallschnalle aus dem Rumpf des Fahrgeschäfts Sailing Ship Columbia. Oh auf dem Weg nach unten traf es zwei Parkbesucher und einen Disney-Mitarbeiter. Ach du Kacke. Einer der Besucher, der 33-jährige Luan Fidonson, der bei dem Unfall eine Kopfverletzung erlitten hatte, starb später in der Notaufnahme. Der erste Todesfall bei einem Disneyland-Fahrgeschäft. Ach, Luan krass. Erlitt zwei schwere Kopfverletzungen und eine Verletzung eines großen Blutgefäßes. Ich finde es immer so heftig, ne? Man geht in die ganzen Freizeitparks und da ist schon bei manch einem Park so einiges passiert, aber man hat das gar nicht im Kopf, man realisiert das so gar nicht so, ne? Und man kriegt das auch gar nicht so mit, weil die Parks wollen das natürlich nicht nach außen tragen. Die wollen das immer so klein wie möglich halten, weil die wollen ja weiterhin einfach nur Geld machen. Das klingt hart, aber es ist so. Die wollen natürlich einfach Geld machen und wenn da mal sowas passiert, wollen die das ganz schnell runterschieben. Hier, der war's, alles zack und denen ist es egal. Und am Ende wollen sie halt einfach wieder am nächsten Tag wieder normal einfach Geld machen. Das ist halt schon krank irgendwie. Gehirn. Seine Frau Liu Vuong erlitt ebenfalls ein Trauma, überlebte aber. Frau Vuong wurde plastisch operiert, um die Schnitte auf der rechten Seite ihres Gesichts zu nähen. Eine Disneyland-Mitarbeiterin, Christine Carpenter, hatte eine schwere Beinverletzung, wurde aber im Krankenhaus gut behandelt. Wie sich bei weiteren Untersuchungen herausstellte, war der Gurt, der die Metallschnalle an ihrem Platz halten sollte, durch ein Seil aus ungeeignetem Material ersetzt worden. Außerdem näherte sich das Schiff dem Dock zu schnell und das Seil, das anstelle des Riemens verwendet wurde, war nicht stark genug, um die Schiffsbewegung abzubremsen. Die Verantwortung für den Unfall wurde nicht dem Betreiber des Fahrgeschäfts, sondern dem Parkmanagement zugeschrieben. Die Familie des Opfers hat vor Gericht rund 25 Millionen Dollar erstritten. 25 Millionen, das ist aber auch krass, ne? Okay, gut, da sind wir halt wieder in Amerika, aber ich finde es halt, wie ich gerade gesagt habe, einfach nur krass, ne? Jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen und sagt, du warst es, du warst es, du warst es, du warst es, du warst es. Dann gibt es dieses Anklageverfahren, man wird sich auf irgendwas einigen, fertig, vergessen. Außer Betrieb. Die unglaublichen Höhen von Achterbahnen sind das zentrale Merkmal solcher Fahrgeschäfte, aber das macht sie auch so gefährlich. Am 11. Juli 2010 besuchte die 21-jährige Lindsay Zeno den Wasserpark Blue Bayou. Okay. Zeno stieg in den Extreme Coaster ein, eine Achterbahn, die seit etwa 3 Jahren in Betrieb ist. Nur wenige Minuten nach der Fahrt stürzte das Mädchen aus einer Höhe von 9 Metern und starb schließlich an den erlittenen Verletzungen. Wir sind uns nicht sicher, was genau den Unfall verursacht hat. Es könnte an einem fehlerhaften Sicherheitsgurtmechanismus gelegen haben. Einer der Zeugen behauptete, er habe gesehen, wie Zeno versuchte, ihre Sicherheitsgurte anzulegen, als der Wagen eine scharfe Kurve machte und sie in die Luft schleuderte. Ja, Bruder, da sind wir halt wieder bei dem Punkt, ne? Personal hat so gefühlt dein Leben in der Hand, die achten da nicht richtig drauf, sind am Handy, was weiß ich, sagen, ja, das passt schon und auf einmal fliegt man halt runter und dann ist vorbei. Er habe gesehen, als ihm zufolge waren alle mechanischen August 96. Waren alle mechanischen Teile der Achterbahn an ihrem Platz und ohne Fehler. So, das von gerade rausmachen, jetzt weiter. Am 11. August 96 entgleiste ein Minizug im Old Indiana Fun Park, kippte um und erdrückte 2 Menschen mit seinem Gewicht. Die Opfer waren die 4-jährige Emily Hunt, die von der Brust abwärts gelähmt wurde, und ihre 57-jährige Großmutter Nancy Jones. Digga, von der Kinderattraktion, das ist ja unglaublich, dass die, klar, guck dir das an, ne, da sieht wie eine Kinderattraktion aus, aber wenn das auf dich fällt, dann ist halt vorbei, also, boah. Schreckliche Katastrophe verursacht nicht nur eine Gänsehaut, sondern auch eine unglaubliche Wut auf die Vertreter des Old Indiana Fun Parks. Ja. Denn sie haben jeden nur denkbaren Fehler gemacht. Die Ermittlungen ergaben, dass der Zug viel schneller als die geplante Geschwindigkeit von 19 Kilometer pro Stunde unterwegs war.
Als der Zugführer versuchte, die Bremsen zu betätigen, funktionierten sie nicht. Und es ist immer noch unklar, ob sie beschädigt wurden oder gar nicht mehr vorhanden waren. Außerdem waren die meisten Entgleisungsschutzvorrichtungen nicht installiert. Später wurde bekannt, dass der Sicherheitsinspektor, der das Fahrgeschäft 3 Monate vor dem Unfall 2-mal überprüft hatte, zugab, dass er für diese Aufgabe nicht qualifiziert war. Ja, es ist halt geisteskrank, ne? Guck mal, du gehst in den Freizeitpark, du denkst, alles ist safe und dann ist einfach ein Typ. Du musst dir mal vorstellen, da gibt es jemand, der sagt einfach, ja, ja, das passt schon, der weiß, da können Leute sterben, aber ihn juckt es nicht, weil er will Geld sparen. Und oh mein Gott, ist das krank! Und dieser nächste Achterbahnunfall wurde der tödlichste in der Geschichte. Der Ausdruck des Schreckens auf dem Gesicht eines kleinen Mädchens vor ihrem Tod wird Caroline Adamczyk immer in Erinnerung bleiben. Oh mein Gott, das Mädchen war eines der Kinder, die bei der Katastrophe im Battersea Park 1972 ums Leben kam. Boah, Digga, da ist jetzt wirklich also entgleist, ne? Der Waggon ist einfach weggeflogen, oder was? Oh mein Gott. Carolyn war ein 14-jähriges Schulmädchen, als die Tragödie passierte. Der Big Dipper Ride im Süden Londons zerbrach während des Betriebs. Achterbahnen aus Holz haben den Ruf, potenziell tödliche Fallen zu sein. Sie nutzen sich schnell ab und müssen ständig gewartet werden. Als der Zug zu Beginn der Fahrt anstieg, löste sich das Zugseil von einem der Waggons und der Mechanismus brach zusammen. Der Holzzug hatte 31 Fahrgäste an Bord. Carolyn drehte sich um und bemerkte, dass der Zugführer die Bremsen betätigte, aber sie funktionierten nicht. Die meisten Waggons des Zuges machten keine Kurve und einer von ihnen sprang über die Schienen zur Seite und krachte in einen Holzzaun. Dann machte der Zug eine scharfe Kurve und stieß mit einem anderen Zug zusammen, der in der Einstiegszone wartete. Freunde, ey, Wagen aus Dings gesprungen, alle gestorben da in dem Wagen, aber wenigstens nicht alle von der gesamten Attraktion. Geisteskrank, ey, das war ein unglaublich krasses Video. Wenn ihr euch öfters sowas reinziehen wollt, solche geschichtlichen Sachen, ja, die wir uns nur angucken, damit euch sowas nicht passiert, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Passt auf euch auf, bleibt immer gesund. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Video. Bis dann, ciao!